Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und Gras. Die letzten Gras-Videos, die kamen so super an. Sei es das Video mit der Grasflasche, wo wir so eine kleine Flasche mit so einem wunderschönen Auspfeif mit Gras gewickelt haben, als auch die Grasvase. Und die wurden so oft geguckt und kommentiert und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen ernten und wie ihr seht hier, ich habe hier einen wunderschönen Korb voller Gras und ein ganz frisches, tolles. Und ich war auch gerade draußen unterwegs und da habe ich euch mal gezeigt, wie das in der Natur aussieht und nach was ich da genau gucke. Kleiner Ausflug in die Natur und dann kommen wir wieder zurück in den Laden. Nach Gras ist gar nicht so einfach und ich bin schon immer viel unterwegs in Feld und Wald. Mein treuer Caddy ist bei mir und damit ich euch mal zeige, nach was ich immer genau suche, drehe ich einfach mal die Kamera rum und dann zeige ich euch mal das schönste Gras. So, Moment. Also so ein Gras hier ist leider Gottes nicht verwendbar, weil das ist irgendwie viel zu trocken und viel zu gelblich und ich hätte ja eigentlich gern diesen schönen grünen Effekt. Der Mohn ist zwar wunderschön, aber der lässt sich leider dann doch nicht so viel toll für die Arbeiten verwenden. Und das, nach was ich eigentlich immer suche, das sind so, ja, am liebsten je länger, desto besser und je breiter die Halme, hier sieht man das also auch, desto schöner, ja. Und diese schönen, knackigen, grünen Halme, die sind also am allerschönsten für die Grasarbeiten. Man kann auch diese langen Stiele hier dann einfach rauszupfen. Ja, aber sowas ist natürlich hier die Krönung. Diese wunderschönen Büschel, ja, die lassen sich dann super in die Grasarbeiten reinarbeiten. Ja, und genau danach halte ich Ausschau an den Wegesrändern. Also diese knackigen, tollen Büschel. Viel Spaß bei der Suche. So, die Beute ist abgeschnitten. Und ich war also ganz fleißig und ich habe hier schon einen richtig wunderschönen großen Beutel voller Gras geschnitten. Also eine tolle Nachmittagsbeschäftigung und man sieht, es ist also nicht nur das Drehen von Videos, sondern es ist auch wirklich die Vorbereitung, dass ich unterwegs bin in Feld und Wald und mir mal überlege, was ich euch Tolles zeigen kann. Aber weiter geht's natürlich im Laden, wo wir jetzt gleich hingehen. Stimmt, okay, ja. Ja, also ich habe hier, wie gesagt, einen ganz großen Korb gesammelt und mein Videothema heute ist ein sommerlicher Graskorb. Und damit der Graskorb, wir brauchen natürlich immer eine Basis und unsere Basis, ich erzähle es so oft, ist wieder mal Draht. Ja, wir haben hier einen ganz tollen Kupferdraht, den bekommt ihr auch bei Floristik24. Wie so vieles, die haben einfach alles, was die Floristik braucht und das ist für mich der beste Floristikversand und ich blende euch auch nochmal den Artikel ein. Das ist also hier dieses Kupferdrahtgitter, das nehme ich, das lege ich jetzt doppelt und ich habe eine gute Drahtschere, mit der kann ich hier dieses Kupferdrahtgitter sehr schön schneiden. So. Das ist schon mal Schritt 1 und wir brauchen ja jetzt einen Boden für unseren Drahtkorb. Ja, ich mache den Boden, indem ich einfach die Seiten reinklappe. So. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, auch Handschuhe anzuziehen. Ich habe es jetzt heute nicht gemacht. Ich hoffe, meine Hände überleben das. Aber es ist so ein bisschen wie bei meinem Auto, da sage ich auch immer, das ist Kummer gewohnt. Die Hände sind es also auch, leider Gottes. So, also das ist schon mal unser Boden und um den kümmern wir uns später. Und dann brauchen wir natürlich für den Korb, wir brauchen einen Rand für den Korb. Und für den Rand möchte ich gerne, also ich würde sagen, ich würde den Rand etwa so breit machen. Naja, ich kann jetzt auch so messen und einmal drumherum gehen und kann so einen Streifen schneiden. Das ist natürlich am schönsten, weil dann hängt dieser Draht an einem Stück zusammen. Das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt die eleganteste Variante. Das heißt, ich habe jetzt einmal abgemessen. So, einmal hier drüber gestellt. Und die Abmessung ist so, dass ich... Es darf sich ja auch ruhig überlappen.
So, das ist jetzt wieder ein bisschen Fleißarbeit. Jetzt muss natürlich das ganze Stück hier muss geschnitten werden. Genau. Jedes Fach schön, immer eine gute Drahtschere nehmen. Gut, jetzt habe ich einen Rand für meinen Korb. Und jetzt fängt eigentlich auch so langsam fängt das Thema mit dem Gras endlich an. Damit diese Stücke hier nicht so einzeln rausstehen, nehme ich die und biege die um. Und dann ist die Gefahr, dass man sich an diesen Draht piekst, ist dann nicht mehr gegeben. Wenn die allerdings so kurz sind, dass ich die nicht mehr zu fassen bekomme, dann nehme ich einfach kurz die Kombizange und biege sie um. Aber wenn die ganz kurz sind, dann sind die ganz schlecht umzubiegen. Warum nehme ich so ein Gitter? Weil ich möchte nachher diesen Rand mit dem Boden verbinden. Und wenn ich jetzt was hätte wie ein Stück Pappe, okay, da könnte ich ein Loch durchstechen, ja, aber Pappe weicht auf, mit mir wird feucht. Und mit Draht, mit einem Gitter kann ich natürlich auch sehr gut verbinden und kann die Drähte dann einhängen. So, jetzt geht's endlich los. Und damit mir der Draht nicht die ganze Zeit so um die Finger hüpft, beschwere ich jetzt einfach mal eine Seite. Ich gehe her, nehme mein Gras, lege das Gras um meinen schönen Rand, beziehungsweise der es von dem Korb dann nachher werden soll. Aber ich habe das jetzt so umgelegt, das ist eigentlich nicht so gut. Genau, es ist immer schön, verschiedene Varianten auszuprobieren. Ich generiere meine Ideen auch im Video oft, wie ihr seht. Ich lege das Gras in die Richtung von dem Gitter. Warum nicht so? Dann muss ich ja viel länger wickeln, ja, und so, dann habe ich viel weniger Stücke, die jetzt nach oben oder nach unten rauszippeln, und muss das einfach nur drauflegen und umwickeln und habe damit wie ein schönes Grasband sozusagen. Ja, und also ich spare mir sehr viel Arbeit, indem ich die Gräser nicht längs lege. Ich habe solche Graskörbe auch schon öfter gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, es war zu Anfangszeiten von meinem Geschäft. Und wenn YouTube nicht existieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch keinen Graskorb machen. Und eure Begeisterung für die Grasarbeiten hat mich doch tatsächlich animiert, wieder zu diesen Arbeiten zu greifen. Ich habe einen Wickeldraht genommen. Also Wickeldraht ist der Draht, der auf diesem Holzstäbchen ist. Und wickle das Gras einfach mit dem Wickeldraht fest. Ja? Also das geht eigentlich relativ einfach. Und es geht natürlich auch am einfachsten, wenn das Gras lang ist. Ja, das ist natürlich die Sahne-Variante von Gras, ist sowas. Das ist super. Das ist eigentlich der Traum, weil das kann ich hier langlegen und muss gar nicht so viel machen. Ich muss nur gucken, dass das auch oben und unten liegt, das Gras, damit ich in einem Arbeitsgang beide Seiten zuwickeln kann. So. Ich spitzle gleich mal auf die Rückseite und zeige euch die auch. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist alles zu. So. Und dann kann ich so mit kleinen Schwüngen den Grasrand von meinem Korb machen. Ich habe jetzt natürlich auch relativ gut zugegriffen und habe auch ein dicke Büschel Gras genommen. Ich möchte gar nicht so lange brauchen, um diesen Rand zu machen. Und habe da also, ja, mache mir das Leben dann doch etwas leichter. Und ja, später aus Gras wird später Heu. Also auch dieser Korb ist auch, wenn der mit Heu verkleidet ist, ist der natürlich auch noch sehr, sehr schön. So, nicht vergessen nachzulegen, wenn das Gras ein bisschen dünner wird. So, und einfacher ist es natürlich, wenn man in dem Korb das Gras ordentlich legt, sodass man die Schnittkante hat. Und schöner ist es auch, wenn man die Schnittkante
nach unten verbirgt, ja, sodass das immer nur die Grasspitzen rauslaufen. Also man muss doch ein paar Sachen beachten und nicht nur kreuz und quer arbeiten, sondern schon überlegen, wie das dann am besten aussieht und wie man das auch am geschicktesten, so jetzt kann ich meine Zange, mit der ich das Ganze beschwert habe, auch so langsam rausnehmen. So, wie ich mir das Leben am leichtesten machen kann und nicht so furchtbar viel und lang wickeln muss. Es ist natürlich auch, selbst dieser Kupferdraht ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Basis. Also ich finde, dass der auch, auch ohne Deko schon sehr schön aussieht. Das heißt, selbst wenn da mal ein Stückchen Kupferdraht rausspitzelt, ist das eigentlich auch kein Problem. Weil es ist ja jetzt wirklich ein optisch ansprechender, schöner Draht auch. So, ich glaube, die Länge ist jetzt auch perfekt. Und ich verschließe meinen Draht, mache jetzt einfach mal so eine Schlaufe und teste mal. So, jetzt gucke ich mir noch die schönere Seite aus. Also ich finde, die schönere Seite ist tatsächlich unten geworden, obwohl ich die gar nicht so viel im Blick hatte. Aber das ist so schön glatt, ja, vielleicht auch, weil das auf dem Tisch lag. Und weil wir jetzt ja Draht drin haben, ist wieder das Schöne, mit Draht gewickelt, Draht drin, haben wir jetzt diese schöne Umrandung. Und das Ziel ist jetzt, und diese Umrandung den Boden dran zu machen. Und da brauche ich gar nicht so viel machen. Ich biege den Boden ein wenig, ja, so dass ich den nach innen reinbiegen kann. So. Und ich fange jetzt einfach mal an einer Stelle an. Hier ist wieder schön ein Steckdraht zu haben. Steckdraht, da reicht auch zum Beispiel 0,8 mm Steckdraht. Und ich gehe mit dem Draht durch meine Grasarbeit und verdrehe den Steckdraht einfach. Und das Ende kann ich hier auch wieder reinstecken in meinen, so kann ich reinstecken in meinen Grasring. Hier brauche ich jetzt eigentlich nur so vom Steckdraht so kleine Stückchen. Ja, ich lege mir die mal hier rüber, weil die verschwinden natürlich super gern im Gras. Das finden die total klasse. Und da brauche ich jetzt schon mal so, naja, ich würde mal sagen, also bis zu 10 Stückchen werde ich brauchen. So, und ich kann mich jetzt ja dran entlang arbeiten, diese Steckdrahtstückchen mit meinem Grasrand zu verdrehen. So. Drehen wir es mal ein bisschen rüber. Also unser Boden verschwindet eigentlich komplett. Der ist wirklich unten drin und den habe ich auch bewusst gar nicht verkleidet, weil ich da einfach nur ein bisschen Gras drauf schmeißen kann. Ja? Und manchmal ist es auch ein bisschen kurz, aber das macht nichts, wenn es zu kurz ist. Dann nehme ich die Kombizange und drehe es mit der Zange und dann wird es einfach reingedreht. Ja? So. Also so kann ich Stück für Stück meinen Grasrand mit meinem Drahtboden, ja, verbinden und schaffe mir somit die Basis zu diesem wunderschönen sommerlichen Graskorb. Ich freue mich total auf die Arbeit. Jetzt verbinde ich mal wieder hier auf der anderen Seite ein Stückchen. Und so langsam. So, ist auch ganz toll, weil die kleinen Stückchen, die kann ich tatsächlich alle so wegdrehen nach innen. So, hier brauche ich eigentlich auch noch ein Stück zum Verbinden. So, ich brauche doch noch ein bisschen Steckdraht.
um das Ganze zu verbinden. Sieht jetzt alles noch ein bisschen unordentlich aus, weil die einzelnen Grashalme, die zippeln natürlich noch einzeln raus. Aber das, auch das wird gleich erledigt. Das Feintuning, das folgt auf jeden Fall. So, und hier verbinde ich auch nochmal. So, mal gucken, wie weit ist denn mein Drahtgitter. Ja, ich kann hier mal fühlen. Also bis hier geht mein Drahtgitter. Ja, das ist jetzt schon mal, ja, okay. Ein bisschen biegen müssen wir natürlich auch. So, ja. Ich würde sagen, wir kommen der Geschichte schon näher. Das ist jetzt natürlich zu unordentlich. Das ist klar. Hier muss ich jetzt einfach einen kleinen Radikalschnitt machen und des Weiteren gehe ich noch einmal für die Stabilität mit dem Wickeldraht um meine Arbeit drum herum, damit mir das natürlich nicht auseinanderspringt danach. Und dann gebe ich diesen Korb auch noch mal von der Umrundung her Stabilität. Ja, jetzt kommt ein bisschen Friseurarbeit. Kann man ein bisschen schneiden. So. Das ist jetzt wirklich die Feinarbeit. Finde ich eigentlich jetzt schon ganz schön als Korb. Und für den Boden mache ich mir das Leben jetzt ziemlich leicht. Oder vielmehr später. Ich lege einfach Gras auf den Boden und schon ist die Verkleidung von dem Boden fertig. Aber jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Ja, das ist jetzt wäre schon sehr nett. Auch natürlich mit dem schönen Grasboden. Aber das i-Tüpfelchen ist natürlich ein Korb. Ein Korb ist ja erst so richtig schön und toll, wenn er einen Henkel hat. Und da ist meine Idee, ich würde diesem Korb gern einen schönen Henkel geben, der natürlich auch mit Gras verkleidet sein soll. Und hier kommt jetzt wieder ein sehr fester Draht. Ja, der ist jetzt wirklich, also entweder der 5 mm Aludraht, den es auch in tollen Farben gibt. Ja, gibt es jetzt nicht nur Silber, sondern gibt es auch gibt's in ganz tollen Tönen. Oder man nimmt den 2 mm Aludraht doppelt, ja, doppelt oder dreifach. Ich mache mir das jetzt relativ einfach und ich nehme jetzt den 5 mm Aludraht, habe im Grunde genommen schon einkalkuliert, dass ich den hier einhänge an zwei Stellen. Und man sieht hier auch, den kann man gut mit der Drahtschere schneiden, ja. Aber um den mit Gras zu wickeln, weil jetzt habe ich einen Graskorb. Ich möchte natürlich auch einen Grashenkel. Ist ja klar, oder? So. Und also den Boden mit Gras füllen, ja, das kann man so machen, man könnte theoretisch sogar auch, ich sag mal, an Ostern wären Ostereier drin, ja. Und im Sommer kann man auch was Sommerliches reinmachen. Man könnte das auch als Geschenk für eine schöne Sektflasche oder x-beliebig. Also man kann den ganz toll füllen. Und jetzt war meine Idee aber, ich möchte an meinem Korb gerne den Grashenkel haben. Und den mache ich jetzt. Also ich war heute echt fleißig und war wirklich für euch auf der Suche nach dem schönsten Gras. Ich nehme diesen Henkel und wickel den erstmal grad. Weil wenn ich den jetzt so, und was nehme ich als schönen Draht? Toll ist natürlich auch wieder ein schöner farbiger Draht. Der ist optisch viel ansprechender als der grüne.
So. Und hier nehme ich meinen Draht, verschließe ihn wieder, indem ich ihn miteinander verdrehe. Ja, wie immer. Schneide das Ende raus. So. Und kann jetzt eigentlich hergehen und wickle. So, jetzt mache ich es erstmal andersrum. So. Und wickle schön fest. Schön fest das Gras um, ja, in schönen regelmäßigen Abständen um meinen Draht drumherum. Wenn dieser Aludraht eine tolle Farbe hat, wie dieses schöne Rosa zum Beispiel, ist es auch kein Problem, wenn man von dem Draht mal was spitzeln sieht, von diesem Aludraht, der da drin ist. Ja, man sieht bei mir auch, an einer Stelle sieht man ihn spitzeln. Finde ich nicht schlimm. Ja, im Gegenteil, er ist jetzt auch sehr schön. So. Ich habe extra erst da angefangen zu wickeln, also nach meinem Draht, mit dem ich den Verschluss machen möchte. Ja? Also nicht hier am Anfang anfangen, das wäre falsch, sondern wirklich erst nach so einem kleinen, gibt ein paar Zentimeter, weil ich muss natürlich meinen Henkel auch fixieren an meinem Körbchen. Und ganz ehrlich, mit dem 5 mm Draht ist der Henkel natürlich viel stabiler. Da kann dann auch gegebenenfalls eine Sektflasche in den Korb rein. Das können wir nachher nochmal ausprobieren. Nein, aber machen kein Alkohol im Video. Nein, aber er kann auch ein schöner Saft oder egal was, was man als Geschenk gern da reinpacken möchte. Ja, ist doch einfacher, wenn man von rechts wickelt und links mit der Hand immer festhält und immer sehr kontrolliert. Es dauert halt doch seine Zeit, wenn es schön gearbeitet sein soll. Und wenn man immer etwa 1 Zentimeter je Umdrehung mit dem Draht weiterwickelt. Man kann es auch gegebenenfalls doppelt wickeln. Ja, auch das ist natürlich, das sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder ich zeige nachher auch noch was sehr Schönes. Aber das kommt am Schluss, wenn der Henkel drauf ist. Es soll sich ja immer lohnen, die Videos bis zum Schluss zu gucken. Und die kleinen Gimmicks und die vielen Tricks, die ich zwischendurch verrate, die kann man eben nur mitbekommen, wenn man alles sieht. So, Draht ist auch ein bisschen tückisch. Der will sich schon wieder abwickeln, aber ich will das nicht. Ich hätte ihn gerne auf der Spule. So, und hier höre ich jetzt auch mal auf zu wickeln. Und verschließe diesen Draht wieder. Auch dieser Henkel. Ich muss jetzt mal wieder zum Friseur. Das ist natürlich... Das ganze Gras muss erstmal ab. So. Es kraxt ein bisschen. Aber sieht cool aus, oder? Ist echt schön. Hier mache ich das Gras auch ab. Man kann das Gras eine Zeit lang auch, wenn das so ein schöner Büschel ist und man hat Spaß daran, man kann das natürlich auch eine Zeit lang stehen lassen, ein paar Tage. Und wenn es eintrocknet und wenn es irgendwie bröselig wird, dann kann man das Ganze auch erst abschneiden. Also das... Möglich ist es auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Körbchen. Und das wird jetzt, da brauche ich tatsächlich auch eine Zange dazu, um diesen Henkel hier reinzuarbeiten. Ich gehe, und das ist jetzt der Grund, warum ich ein Drahtgitter brauche. Ja, ich muss
So, ich gehe jetzt in dem Korb hier, in meinem Geflecht, durch mein Geflecht. So, und eine Kombizange ist natürlich immer super, um das Ganze nochmal zu fixieren. Und man sieht, wie fest der ist, ja, der will eigentlich gar nicht so leicht, sich so leicht biegen lassen. So, das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Also man braucht schon ein bisschen Kraft in den Händen, um das zu machen. Oder man nimmt einen sogenannten Vorbohrer, entweder einen Vorbohrer, oder ich bohre mir mit meinem Messer ein kleines Löchlein, das kann ich natürlich auch machen. So, und dann geht der Draht einfacher durch. Oder die dritte Variante, es gibt ja immer viele Varianten, oder die dritte Variante ist, dass man den Draht schräg schneidet und dann kommt man auch leichter durch. So, jetzt haben wir hier unseren Draht. Und oben haben wir ihn ja auch in Rot gewickelt. Das gibt immer, da kann man wahrscheinlich noch ewig lang nachschneiden. Da gibt es natürlich immer noch viele Ideen. Aber ich möchte jetzt auch meinen Drahtbügel fixieren. Und das mache ich wieder mit meinem roten Draht, mit dem ich auch entlang gegangen bin. Schön finde ich eigentlich, wenn ich da jetzt so eine relativ breite Stelle wickle, so dass man ruhig diesen roten Draht auch gut sehen kann. Und dann, da der andere jetzt so fest gewickelt ist auf die Art und Weise, geht er eigentlich nicht mehr ab. So, dann wiederum wie so oft fixieren wir, also ich nehme einen kleinen Finger, gehe mit dem Draht in die Richtung, aus der ich komme, habe dadurch eine Schlaufe und komme auf der anderen Seite mit meiner Rolle und verdrehe diese beiden Enden miteinander. Also für wen das jetzt zu schnell war, der kann ja das Video einfach nochmal zurückspulen und kann das nochmal gucken, weil das ist Drahtschlaufe machen und das Ganze verschließen. Das ist so eine Frage, die dann immer wieder gestellt wird. Auch in Workshops, ich habe es erklärt und kaum machen sie es selber, sagen sie, Margit, kannst du uns noch mal zeigen, wie das geht? Ja, das ist, wird sehr gerne gefragt, immer wieder. So, und hier verschließen wir jetzt auch unseren. Da kann man jetzt natürlich ganz lang und sauber, die Zeit habe ich jetzt gar nicht, natürlich gar nicht im Video, da könnte ich jetzt auch ganz lang und schön so eine breite Drahtstelle wickeln, ja, und könnte mir also viel Zeit lassen. Die Zeit lasse ich mir nicht, weil dann würde das viel, viel zu lange dauern. Es reicht, wenn diese Stellen so verwickelt sind und man kann es auch noch, wenn man will, mit einem Band dekorieren, ja, auch das geht natürlich. Also es, aber ihr findet immer so viele Variationen und berichtet mir oder schickt mir auch manchmal Fotos. Das ist echt interessant. Also die gestalterische Freiheit, der sind natürlich auch hier keine Grenzen gesetzt. Und man könnte jetzt natürlich auch noch einfach in diesem Korb ein kleines sommerliches Blumengesteck machen. Dann hat man eigentlich ein ganz tolles. Ja, entweder ein Gefäß zum Schenken jetzt oder ein Steckgefäß selber gestaltet, das natürlich natürlicher nicht sein könnte und auch so wunderbar selber dekoriert. Wenn ich jetzt da noch was reinarbeiten möchte, dann nehme ich einfach ein Stück Folie. So. Und machen diesen Korb schön drin geblieben, bitte. So, und machen diesen Korb einfach ein bisschen Steckmasse rein. Steckmasse habe ich mir schon mal eingeweicht. So, dann nehme ich doch einfach mal so ein
ein Loch Steckmasse, den ich da reinsetze. So. Und nicht vergessen, was immer ganz wichtig ist, ruhig ein bisschen Wasser eingießen, ja, dass diese Steckmasse gut versorgt ist. Und ich habe ja extra die Folie reingemacht, so, weil ansonsten wird es doch relativ schnell trocken. Und da wir jetzt bei Sommerarbeiten sind, kann ich mir auch die Freiheit nehmen, diese Steckmasse ganz einfach mit ein bisschen Gras zu verdecken. Ja, da muss ich gar nicht so viel Blätter stecken und mir so viel Arbeit machen, sondern ich gehe einfach her und arbeite und mache so eine lockere Basis mit der Steckmasse. So, und schon ist im Grunde genommen die Technik verdeckt. Ja. So. Und was könnte natürlich sommerlicher sein als Sonnenblumen, die in diesem wunderschönen Sommerkorb eine traumhafte Deko sind. So habe ich mir das gedacht. Das ist jetzt natürlich noch die Kirsche auf der Sahne. Und auch die Sonnenblumenblätter würde ich in dem Fall sogar dran lassen. Die finde ich sehr schön. Wenn die fleckiger sind und schlechter werden, dann kann man die immer noch runter machen. Und dann ganz einfach noch mit etwas Alchemilla dekoriert. Immer einen schrägen Anschnitt machen und das Alchemilla zum Stecken ganz tief fassen. Muss man natürlich einen schönen Platz in der Steckmasse finden. So. Nehme ich natürlich nicht nur eins, sondern zwei auf jeden Fall. Und ich habe auch noch schöne andere sommerliche Gräser. Ich habe ein Schwänzchengras. Das ist auch, Gräser sind so toll. Es ist Sommer, wir haben so wunderschöne Materialien. Und wichtig ist immer beim Stecken, dass man ganz nah an die Steckmasse geht, ja, ganz nah an die Steckbasis. Weil wenn man das nicht macht, dann läuft man immer Gefahr, dass einem der Stiel abknickt. Ja. Und deswegen gehe ich so ganz tief rein, mache nochmal ein Schwänzchengras dazu. Ja, das ist wunderschön. Gibt ja auch, das wird auch oft von euch gefragt, gibt auch hier dieses schöne Wuschigras, nennt sich auch Panicum Fontaine. Zum Beispiel auch was ganz Tolles dazu. So, aber ich würde sagen, jetzt mit diesen zwei Stiele Alchemilla, zwei Stiele Schwänzchengras, also man merkt, man braucht eigentlich echt nicht viel, um diesen Korb noch so richtig toll zu komplettieren. Und ich habe ihn auch fast im Gleichgewicht hinbekommen. Aber das ist jetzt mein Sommerkorb, meine Idee, Graskorb aus Draht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und mit was auch immer ihr diesen Korb füllt. Ich glaube, der Empfänger wird sich total freuen drüber und es ist eine ganz tolle, spezielle, sommerliche, wunderschöne Arbeit. Viel Spaß beim Gucken und ich habe ganz viele Sommerstrauß-Videos. Es gibt viel mehr und es wird auch noch mehr an Grasarbeiten geben. Es lohnt sich dran zu bleiben und auch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich immer an meine Videos erinnert. Bis bald, meine Lieben. Macht's gut. Ganz liebe Grüße.